Ja, jo. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen geschrien und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen leiser reden. Ja, ich habe noch eine Mail, eine Nachricht erhalten, meine ich. Ich auch. Wir müssen da einmal reinschauen. Oh, kein Spam. Ich habe eine Nachricht von Werther Gorscher. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wie ich immer. Ich habe von irgendwem eine Nachricht erhalten. Nur Text. Aber der hat mir aber Credits geschickt, den mag ich. Der Credits-Schenker. Der Credits-Schenker, genau. Genau, seit der letzten Folge sind für uns knappe 23 Stunden vergangen. Nur knappe 23 Stunden. Das heißt, genau. Ist ihr noch dürft jetzt selber frischer. Ausrechnen, wie viel das ist. 23 Stunden, um genau zu sein. Genau. Ja. Ja. Wo müssen wir hin? Da hier. Wir müssen woanders hin. Bitte wählen Sie eine wahrscheinlich, und zwar da lang. Aber ohne Schwitzen, bitte. Ohne Schwitzen, schon viel genug gerannt hier. Was haben wir denn, ich habe jetzt das Ziel bestimmt. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Sag mal. Wir waren auf dem Planeten Wodka gereist, ne? Wodka, ja. Wodka. Waren bei Charlie Sheen. Genau. Du hattest komische, schöne Träume mit diesem, mit dem schönen Pilzmischung. Pilz-Wodka-Mischung natürlich. Das ist vollkommen normal. Also Rituale haben wir ja überhaupt keine Bedenken mehr. Genau, Rituale allgemein, das ist ganz normal bei dir. Ja, eben. Dass sie mich nicht angreifen, ist ein kleines Wunder. Und ich muss irgendwie zum Herz, der nicht ja, Herz der Toten. Genau, da war was. Ich muss zum Herz des Todes, irgendwie Herz... Ich weiß, irgendwie etwas Dunkles. Irgendwas Dunkles. Irgendwas mit Herz. Oder was Dunkles. Ich glaube, es war ein dunkles Herz. Nee, du musst ein dunkles Herz finden. Ich muss sie... Nein. Ich muss irgendwie am Nord hin, dass er... Ich muss zum Versammlungsstein der Gormax. Ja, und doch ein dunkles Herz finden. Nein, das war's. Ein Dunkelstein. Ich muss irgendwas mit Steinen machen. Du machst Herz. Okay. Ich muss aber hin, wo es heißt mit Herzen. Ja. Ich wollte gerade sagen, guck doch einfach oben rechts. Nee, ich finde, ich muss zuerst der im Blindeck was im Hauptquartier finden. Alles klar. So. Knochenanhänger heißt die Mission. Noch ein Anhänger? Nee, Knochen, nicht noch ein Anhänger. Autoanhänger oder was? Autoanhänger. Hat was, ne? Ja klar. Macht doch auch Sinn, vor allem Sorry-technisch. Ja klar. Wir suchen hier eigentlich gerade nur nach einem passenden Fahrzeug, das unseren Anhänger ziehen kann, ne? Genau, von diesem Schweißfreitransport. Genau. Aber unser Schweißfreitransport ist nicht für Anhänger über 3,5 Tonnen zugelassen. Genau, und dann schlussendlich kommt es aus, dass hier in der Galaxis, weil der Anhänger EU-Recht haben muss, nicht zugelassen werden kann. Genau. So, wir müssen den Gormax-Schamanen besiegen. Okay. Gormax-Schamane. Okay. Hi. Tschüss. Und bye-bye. Eins. Nimm mal den Blüten. Jo, ich unterstütze dich. Okay, dann nimm ich den anderen. Nimm halt den anderen. Ich mach nicht so hin und her rennen. Ich bin rennfaul. Wenn ich bei einem Gegner bin, dann bin ich dort. So. Okay. Ich habe schon wieder eine total vertrauenswürdige Aussage. Da komme ich mir direkt. Da fühle ich mich direkt wie zu Hause. Führe das Traumwandelritual aus. Ja. Lust auf Traumwandeln? Ja, ich kann da auch anklicken irgendwie. Okay, ich klicke an. Nicht, dass du wieder kaputt machst. Ich meditiere hier. Gut, aber ich meditiere auch. Ich muss noch 3 Sekunden meditieren. Oh, das war's schon. Cutscene. Oder auch nicht. Ah! Ah! Na, endlich wieder. Wieder komische Träume? Ja, wieder komische Träume. Wuhu! Ja, ist das schön hier. Ich fühle mich wie zu Hause. Du, aber diesmal waren es keine Pilze. Such nach einem traumwandelnden Gormag. Was ist ein Gormag? Dieses komische Vieh. Jetzt müssen wir mit Hadrik sprechen. Hi. Hadrik ist ein Gormag, oder nicht? Ich vermute mal, ja. Wann gegen Gunham Tromwandlau, der Chao Troksha.
Ich brauche eure Hilfe, um geheilt zu werden. Ich bin kein Voss. Sie versuchen, mich aufzuhalten. Warum war es mir klar, dass wir irgendwas für ihn tun müssen? Sonst wird es langweilig irgendwie. Ja, aber was heißt das denn genau? An was für einen Tausch hattet ihr gedacht? Warum wollen die Voss verhindern, dass ihr den Planeten verlasst? Wo kann ich euch finden? Alles klar. Okay. Alles klar. Wir müssen zum Gormak-Gefängnis. Als erstes müssen wir wahrscheinlich wieder die Traumwelt verlassen, ne? Absolut richtig. Zack. Ich meditiere nochmal ein bisschen. Ja, ich muss auch, sonst komme ich nicht mehr raus. Ich glaube, ich zieh dich mit, oder? Nee, ziehst mich eben nicht mit. Also wenn du die Phase dann verlässt, dann... Achso, du machst auch dieses Ritual, obwohl du eigentlich gar nicht dazu ermächtigt bist. Ja, eigentlich schon. Ich kann ja eigentlich gar nicht traumwandeln, oder? Also, ich bin ja kein Inquisitor. Eigentlich nicht, das stimmt. So, müssen wir hin. Achso, gar nicht mal so weit, okay. Ach, schau, da sind trotzdem Pilze. Pilze! Die heiligen Pilze. Ich glaube, von den Giftpilzen hat meiner zu viele genommen. Ja. Jo, was haben wir denn für spannende Gesprächsthemen parat? Keine. Keine? Keine. Okay, dann reden wir über keine. Keine eine. Oder was jetzt? Keine eine. Lass uns über keine Gesprächsthemen sprechen. Lass uns Gesprächsthemen finden. Okay, wie wäre es denn als Gesprächsthema, dass wir keine Gesprächsthemen vorbereiten, weil wir keine Zeit haben? Ja, Zeit ist immer so ein Aspekt, ne? Zeit ist immer ein Aspekt, über den man reden kann, finde ich. Jo, zeitlich oder wie es momentan aussieht. Wie sieht's momentan aus? Ich bin, hab momentan frei. Hey! Yay! Wir müssen da lang. Ja, ich folge dir unauffällig. Okay. Denn jetzt geht's nächstens bei mir los. Wenn ihr dieses Video schaut, ist es bei mir schon lange losgegangen. Ich bin, nicht mehr zu Hause sozusagen. Voll in dem Baum, ne? Nein, das ist ein Baumstamm, wenn ich bitten dürfte. Ach, tut mir leid. Tut mir schrecklich leid. Du Stamm, ey! Und auf jeden Fall ist es so, dass ich nicht mehr zu Hause bin. Ich leiste meinen Militärdienst. Und aus diesem Grund ist es so, dass jetzt jede Woche ein Video kommt. Was euch bestimmt noch nicht aufgefallen ist. Ist euch noch nicht aufgefallen, weil das ist irgendwie das sechste oder... Ich glaube das sechste. Ich lass mich kurz spicken. Ja, das sechste. Das ist das sechste. Ich hatte sogar recht. Das sechste Video, das kommt in... Ja, das heißt... Wochenabstand. Genau. Im Wochenabstand. Ich bin dann, weil diese Woche noch eins kommt, bin ich in der fünften Woche. Weil ab der ersten Woche, wenn ihr euch das jetzt, wenn ihr jetzt zurückdenkt, in der ersten Woche, die ich noch Ferien hatte, kam auch nur ein Video von Star Wars und das Alternativprojekt. Nee, das nur von Star Wars. So wie mir ist, ne? Wird ja. Falsch. Oder nicht? Das sag was. Du kennst deinen Upload-Plan, nicht ich. Ja, du bist Teil meines Upload-Plans. Ich bin Teil deines Upload-Plans. Mit Star Wars. Kann sein. Ich habe diese Woche noch keinen Part hochgeladen. Ja, kommt das... Nee, ab nächste Woche. Wir müssen uns eigentlich auch noch einen Tag ausdenken. Ne? Ja, wir müssen uns noch einen Tag ausdenken. Auf jeden Fall ist es so, wahrscheinlich ist das das sechste Video. Also entweder bin ich in der sechsten oder in der fünften Woche schon im Militärdienst.
Im Dienst. Im Dienst. Im Dienst meines Landes. Im Dienst der Dienste. Oder das unseres Landes, je nachdem. Das sind Feinde, okay. Gut, dass wir es geklärt haben. Ich bin aber dein Freund. Oh. Kommen wir hier durch? Nein, wir müssen da rein. Okay. Hallo? Muss mal die Karte lernen zu lesen. Entschuldigung, ich kann nicht SV-torisch. Kannst du nicht SV-torisch? Ich glaube nicht mal die Karte kann SV-torisch. Die Karte versteht sich nicht mal selbst. Ich hoffe, wir sind richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind es nicht, aber mal gucken, was passiert, ne? Ja, das ist immer so das. Das ist immer so geil, wenn sich die Karte nicht so weit aufdeckt. Man blickt nicht durch. Ja, man ist lange noch so, zum bitte, Beispiel. Bitte, Karte. Kitte-Karte. Yes! Wir sind richtig! Ja. Haben wahrscheinlich einen mega Umweg gemacht, aber wir sind richtig. Das ist noch das kleinste Problem. Gucken, ob wir hier dran vorbeikommen. Ich vermute fast nicht. Oh doch, okay. Chillig. Natürlich. Und ja, was gibt es sonst noch? Was ist bei dir? Man kann jetzt eigentlich schon lange offen über Alternativprojekte reden, kommt mir gerade so ein bisschen. Ja, eigentlich schon, ne? Weil eigentlich sind diese Alternativprojekte schon lange am Laufen. Ich habe kein Alternativprojekt. Hast du also keins? Eigentlich, ich hatte ja angedroht, dass ich irgendwas machen möchte, was mit gar nicht mal so weit weg von SV-Tor ist. Und das war eigentlich KOTOR, was ich machen wollte. Also Knights of the Old Republic. Allerdings kann ich mich mit dem Spiel nach wie vor nicht anfreunden. Keine Ahnung, es gefällt mir einfach nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, einfach nee. Genau, und deswegen habe ich dann ja schon vor einigen Wochen angefangen mit CrossCode. Einfach nur, weil das so ein kleines Indie-Spiel ist, was ich richtig cool finde. Und deswegen habe ich damit angefangen. Und das gibt es jetzt halt so in Abwechslung. Ne? In Abwechslung so als Lückenfüller. Als Lückenfüller, genau. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir SV-Tor immer freitags hochladen? SV-Tor freitags passt. Freitag okay. Ist SV-Tor. Freitag ist SV-Tor-Tag. Ihr habt jetzt offiziell ganz mit gut in den Plan, weil dann kann ich jetzt nämlich auch sagen, das müsst ihr aber nach 5 Wochen mittlerweile schon mitbekommen haben, dass dienstags, donnerstags und samstags Crosscode kommt. Dienstag, und freitags ist SV-Tor. Strenger Uploadplan hast du. Ja. Ich, mal, ne? Ich muss ja die Zeit irgendwie überbrücken, wie ich da bin. Ja. Ich habe mir zum anderen Tag noch nicht genau Gedanken gemacht. Ich denke, es wird irgendwas so um den Dienstag rum sein, Dienstag oder Montag. Wie, du hast keine 80 Folgen vorproduziert, um jeden zweiten Tag ein Video hochladen zu können? Nee, habe ich nicht. Das ist sehr enttäuschend. Auf jeden Fall. Übrigens bringt Kämpfen nichts, weil wir noch nicht in meinem persönlichen Bereich sind. Ich weiß, ich habe es gerade gemerkt, aber ich habe sie so. Du bist so in Kampfstimmung so, immer. Ja, ich fand sie so süß. In dem habe ich sie angegriffen. So, supporten. Ja, auf jeden Fall wird Seven Days to Die, ja, hat leider nicht gereicht, wird kommen, also kommt und hab momentan dato, das heißt, ich bin, ihr müsst zurückdenken natürlich, ne? Habe ich momentan zu Stand der Dinge, habe ich 7 Folgen aufgenommen. Und ist noch ein bisschen so thematisch, weil ich wusste nicht, wo ich genau cutten soll und alles. Und jetzt mache ich so einen fließenden Cut einfach. Also ich, je nachdem, so alle 15 Minuten mache ich einfach einen Cut und spreche das dann immer ein. So, ja, das war es jetzt von diesem Video und so. Und hat mir mehr Arbeit gekostet, als ich gedacht habe. What? Wir sind falsch. Nee, im Ernst. Falsch abgebogen. Hier können wir wahrscheinlich schwitzen, ne? Ne, können wir nicht. Scheiße, wir müssen schwitzen. Okay. Also ich nur so halb. Ich habe ja meinen Super. Ich muss vollständig schwitzen. Ne, au. Eben, wo war ich stecken geblieben? Da müssen wir nämlich rein. Ehrlich, warum rennst du denn hier auch dran vorbei? Hallo? Du in deiner Kampflaune, ne? Klar, natürlich, ich. Du. Ja, sag ich doch. Und eben bei 7 Days to Die habe ich die 7 Folgen aufgenommen und die ersten 4 Folgen war so richtig schön, sind noch die alten Folgen, ne, so 15 Minuten. Und es gab ein Update von 7 Days to Die. Und weißt du, was gelöscht wurde? Die nächsten Folgen? Nee, die
die Folgen habe ich ja noch, die wurden schon aufgenommen, aber die Map wurde gelöscht. Ja, geil. Ich habe keine Maps mehr. Ich habe weder meine privaten Maps noch die vom Let's Play. Geil. Das heißt, ich habe mich so gefreut, ne? Ich war so verwirrt. Diese Folgen, diese von Folge 5 bis, ich sag Folge 5, 6, 7 und 8, du konntest mich einfach nicht wirklich brauchen. Das ging einfach nicht wirklich. Ich habe das so nicht begriffen. Ich habe da durch das neue Update war die Grafik neu irgendwie und ein paar andere Erneuerungen. Ich war so verwirrt. Ich kam nicht zurecht. Ich kam nicht so richtig zurecht. Wenn ihr das verfolgt habt, habt ihr das sicher mitbekommen. Also klingt lustig. Also schaut bei Dragomir vorbei. Ja, schaut bei Dragomir vorbei. Wenn ihr so ein riesen Durcheinander sehen wollt, wie ich richtig verkacke, dann ist es, wenn ich richtig überlege, habt ihr jetzt schon die erste Video, wo ich so richtig verwirrt war, habt ihr jetzt gesehen. Ist diese Woche gekommen. Also, es das war wirklich für uns echt schwierig umzudenken. Also ja. Ehrlich. Weil für euch, ja, mega easy, ne? Diese Woche ist jetzt der Part und der Part und der Part. Und vor so, ja, in 6 Wochen kommt der Part. Das ist für mich ungewohnt, so weit nach vorne vorzuproduzieren. Ja, das wird vor allem auch ziemlich ungewohnt sein, solange keine Spielfeuer jetzt zu spielen. Ja, das ist. Und jetzt stell dir vor, wenn wir wieder spielen. Alter. Wie kommt das dabei raus? Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben sonst schon Probleme und nicht so riesen Abstände. Ich glaube, unser schlimmster Abstand waren jetzt 1,5 Monate? Ja. Und der wird definitiv noch gröber werden. Ja, das ist übrigens der letzte Gegner, den du killen musst. Dann habe ich das Bonusziel erreicht. Oh. Das macht mir gut. Ja. Okay, Bonusziel abgeschlossen. Ich lasse ihn mal frei. Nachdem ich... Genau, so. Deaktivierung! Pran viemongi ho vabakka vihutroi kuatu fulam. Nei sofonde ko nagdanei va eiak nagnanimatan. Ich soll in die Albtraumlande gehen und einen Stein benutzen. Weideren dang gurkate lavat. Oh, Lebensgeschichte. Huavaska bam gegen Gungham Tromwan Lao, de Chao Troksha. Nigo woi dap woi chakamran. Kongi woi he triolei. Traumwandeln ist das, was ihr tut, wenn ihr mit Hilfe von Voss-Korrumpierung in euren Träumen wandelt. Kum di tremoyo bot gum masang. Kum nigo woi bam lui chotai fai lai angor sun ne lam sayo. La du zino fut kum. Nun, hoffentlich wird es nicht lange dauern. Nee, so von dir kon da neva eak nagnanimatan. Anga, so je fagor vo de leian sum lata. Oh, und ich habe ein Holo-Gespräch. Ohr dran halten. Ohr dran halten. Ich tippe mal wieder Holo-Touch, ne? Ja, Holo-Touch rumdrücken. Hey. Dofen hier. Imperialer diplomatischer Dienst. Artellis Kallis hat mir berichtet, dass ihr mit den Gormax zusammenarbeitet. Uns kann jedes Mittel recht sein, solange sie aufhören, unsere Leute beim ersten Anblick zu erschießen, oder? Ihr kontaktiert mich doch nicht nur, um mir zur Wahl meiner Verbündeten zu gratulieren. Ach, euch entgeht wirklich nichts, was? Die Voss zeigen wenig Verständnis, wenn es um die Gormax geht. Sie wollten nicht mal zulassen, dass wir einen für wissenschaftliche Forschungszwecke hier halten. Seid wirklich vorsichtig. Wenn es um die Gormax geht, kann man nie wissen. Wieso höre ich noch immer eine Stimme? Entschuldigung. Ja, ich bin fertig. Viel Glück und danke, dass ich eure Zeit beanspruchen durfte. Ja, beim nächsten Mal ist er nämlich nicht mehr da. So. Ach du meine Güte. Ja, diese Rüstung nehmen wir. Und ich muss jetzt gerade mal kurz Ashara diese Rüstung verpassen, ey. Plus 285 Angriffswert.
Ach ja, das. Wenn ich das richtige Fenster finde. Da ist es. Vielleicht ist es euch auch noch nicht aufgefallen. Oder euch. Ich habe Chester Wilson ein bisschen anders ausgerüstet. Ich habe ihn die Rüstung angezogen, die ich noch übrig hatte. Die war besser und aus diesem Grund hat sie jetzt auch nicht mehr diese Mantelkapuze an. Guck mal, achso, warte mal. Hier, so sah sie vorher aus, ne? Hier, so Jedi-like, ne? Ja. Und jetzt hier so Sith-like. Okay, wir können weiter. Gut, dann weiter. Heiter weiter. Zwischendurch noch mal ein bisschen zu equippen. Multitasking, weißt du? Ja, Multitasking. Multitasking, genau. So, zack, dann kriegst du noch mal ein Gewand. So. Minus 182 Rüstung. Wir könnten natürlich auch mal einen XP-Buff aktivieren. Auf jeden Fall. So. Machen wir das doch. Das stellt mir Gesundheit wieder her. Ich versuche mein Inventar so ein bisschen zu sortieren noch. Ja, das habe ich auch gemacht, währenddessen Wir könnten jetzt deine Mission noch machen, weil das jetzt hier so ein bisschen in der Nähe ist. Ja, dann machen wir das doch. Aber erstmal müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Ja, dann erstmal müssen wir hier raus. Erstmal alle Menüs machen. Ja, Menü schließen und so, ne? Ich muss sagen, Ashara sieht gut aus, wie wir heute gewandt. Jo, hat was. Gefällt mir. Gefällt euch auch das Gewand von Ashara und Chester Wilson? Dann schreibt es in die Kommentare. Nein, viel besser. Dann lasst ein Däumchen nach oben da. dann lasst ein Däumchen. Und schreibt. Mit dem Hashtag Käsesalat. Nee, Käse hatten wir erst gerade, ne? Käsesalat ist aber auch nicht schlecht. Wir nehmen Käsesalat. Genau. Ich habe ein neues Gesprächsthema. Ja, dann. Da mir meine Uhr auf meiner linken Hand gerade vorgeschlagen hat, einmal tief durchzuatmen. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, der. Im Ernst, warum. Was? Warum sagt das deine Apple Watch? Weil die sich um meine Gesundheit kümmert. Also Apple, also die NSA. Die NSA. Warum kümmert sich die um eure Gesundheit? Kann die Puls messen oder was? Ja, natürlich. Und die hat jetzt gemerkt, der Puls ist zu hoch, oder was? Nee, die hat einfach gemerkt, dass es mal wieder 12 Stunden rum sind, dass ich das letzte Mal diese Benachrichtigung bekommen habe. Dass ich doch mal jetzt ruhig durchatmen soll. Im Ernst? Okay. Nicht schlecht. Ja, genau. Ja, ne? Da gibt's so eine App, die nennt sich Atmen. Und die zeigt mir dann, wie ich richtig zu atmen habe, um mich zu entspannen. Okay, dann atme mal richtig. Das ist richtiges Atmen. Das ist richtiges Atmen. Tief genau. Einatmen und ausatmen. Und umgekippt. Gleich mal halt, stopp, wir gehen den falschen Weg. Nein, gehen wir nicht. Ach nee, du hast recht. Wir müssen nicht den Bogen Weg machen. Die Karte hat mich verarscht. Die Minimap-Karte. Genau, schieb's erstmal wieder auf die Karte, nicht auf dein Unwissen, ist klar. Ja, die Karte ist schuld, grundsätzlich. Klar, generell. Hast du ein Problem? Immer. Ich bin gestorben. Die Karte ist schuld. Ich bin die Klippe runtergefallen. Die Karte ist schuld. Freundin hat dich verlassen. Die Karte ist schuld. Ganz klar, Fall. Ganz klar. Der Boss hat dich gefeuert. Die Karte ist schuld. Kommt drauf an, dann welche Karte, ne? Ja. Vielleicht ist ja auch die Landkarte, die dich feuert. Ja, wer weiß. Oder die Eintrittskarte ins Fußballstadion mit deiner anderen Freundin, die vielleicht die Frau des Chefs oder so. Ja, wer weiß. Dann wäre die Karte schuld. Dann wäre die Karte schuld, genau. Die Eintrittskarte. Was genau tun wir gerade? Keine Ahnung, aber die Karte ist schuld. Okay. Die Karte hat immer die Schuld. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, aber... Wenn ihr dieses Video seht, ist dieses Festival auch schon vorbei. Okay, da können wir auch nicht drüber reden. Scheiße. Das hätten wir vor 3 Folgen machen müssen. Wir könnten natürlich über aktuelle Themen sprechen. Ach ja, wir haben keinen Zukunftsblick. Schön. Ich könnte euch jetzt natürlich sagen, wie gerade das DFB-Pokalspiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin aussieht. Gewesen war. Für euch. Ist könnte nicht... Ich kann jetzt ja multitasking-mäßig einfach mal hier auf meiner Watch, die habe ich ja gerade oben, hier durch. Einfach mal gucken, wie es aussieht. Wo müssen wir eigentlich hin?
mir nach. Du gehst schon taktisch falsch. Ja, ich mache auch Multitasking. Das ist schwierig. Das macht solchen ja, folgen Spaß. Wir doch. Follow me. Mach ich doch gerade. Also, wie sieht's aus? So, es steht in der 17. Minute 0 zu 0. 0 zu 0. Interessant. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, dann müsst ihr auch in der nächsten Folge wieder einschalten. Genau, richtig. Überleitung, ne? Überleitung. Genau. Sehr gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, oder uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir schon wieder die Zeit vollkommen überschritten haben. Ja, vollkommen. Vollkommen überschritten. Wie immer eigentlich. Ich glaube, haben wir schon eine normal lange Folge, oder eigentlich sowas, was wir abgemacht haben, in dieser Länge aufgenommen? Ich glaube nicht. Oder? Kann sein. Weiß ich nicht, ich glaube auch nicht. Egal. Spielt keine Rolle. Es ist ja für euch auch schön, wenn ihr ein bisschen mehr von uns habt. Hoffentlich. Hoffentlich. Und vielleicht denkt ihr euch auch, ach man, schaltet doch endlich ab. Machen wir jetzt, Leute. Ja, machen wir also, jetzt. Also, ihr könnt jetzt jubeln in den Kommentaren mit Hashtag Käsesalat, dass wir aufgehört haben, diese Folge zu produzieren. Wenn euch unser sinnloser Content mit langer Themensuche gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Lasst auch gerne noch einen Kommentar da. Und wenn es euch natürlich überhaupt nicht gefallen hat, wenn ihr euch so denkt, Alter, was machen die da eigentlich für einen Scheiß, dann dürft ihr selbstverständlich auch das Däumchen nach unten Knöpfchen betätigen. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, schaut beim anderen vorbei. Und schaut beim anderen vorbei. Und beim anderen einschalten, nicht vergessen. Und auf jeden Fall bei Dragomir mal vorbeischauen. Seven Days to Die. Und schaut bei Gag Commander ein, denn bei ihm gibt es Crosscodes. Hey! Ich würde sagen, das war genug Werbung für heute. Genau, schaut beim anderen vorbei. Und ja, wir sehen uns dann mit Star Wars nächste Woche. Genau, bis nächste Woche, Leute. Bis dahin. Tschüss.